bei mir. Tim Taylor playing Rust in etwas anderer wie soll ich sagen? In einer anderen Form, in der PvE Roleplay, hat man mir gesagt. Version mit 11 FPS aktuell. Und wir warten, dass die Sonne aufgeht. Aber nicht hier, sondern auf der anderen Seite. Auf der Seite hier. Noch ein paar Fenster, die können ja auch locker bauen, sehe ich gerade. Machen wir das doch mal schnell. Und zwar 1, 2, 3. Drei Fenster. Workbench 1, die haben wir hier. Reist wieder zurück. So, jetzt mal drauf achten, wenn die Sonne aufgeht, das ist irgendwie, der Server hat hier so 2, 3 Downtimes pro Tag. Und die bestimmen wohl im Wesentlichen auch den Tagesbeginn oder die interne Uhrzeit, wenn man das so nennen kann. Und ich warte gerade drauf, dass es hell wird. Da sehe ich schon so ein bisschen lila. Ich frage mich gerade, was Luna spielt oder streamt. Weiß man ja nicht. Bestimmt irgendwas Buntes. Luna Peruna. Der Name klingt einfach schon so.
Ich habe vorhin schon mal erzählt, also so diese ganzen Fantasy-Spiele ist nicht so mein Ding. Ist mir einfach zu bunt. Dauert ganz schön lange, bis es hell wird, hä? Wo ist mein Hammer? Item can be deployed on walls so that players can input items from the exterior. Jetzt wird's hell. Siebenundvierzig, denke ich, kann man sagen, ja, 47, 48. Und es ist laggy. Auch noch. Tür. Schöne Tür. Könnte den Teppich da reinlegen, wenn jemand einen haben will. Guck mal, wie laggy das ist. Böden werde ich auch noch voll machen müssen, weil ist ja kacke so. Gut, keine Ahnung, wo der Hammer geblieben ist. Finden wir aber noch raus. Hier ist er geblieben. Egal, wieder rein. Und wir gehen auf Tour. Eine Barrikade, vorsichtig.
Vorsichtig. Kein Stein. Okay, und dann gehen wir mal looten, ne? Die Seite ist neu, war doch erst einmal drin kurz. Mich völlig verlaufen. Scrap brauche ich. Auch die dritte Werkbank für weitere Forschung. Dann Scrap für weitere Forschung. Und so weiter und so weiter. Blueprints. Ganz wichtig. Snacks für unsere Gäste. Fancy Frenzy ist nicht mehr da. Achso, ja, bei dem Wipe wurde der natürlich mitgewiped. Dann irgendwo am Strand aufwachen.
Crates. Das endlich erforschen. Dann sind wir auch schon wieder voll, ey. Scrap Bandana haben wir schon. In die Mütze. Ja, was soll ich sagen? Voll, ne? Spinning Wheel noch in den Recycler und dann wieder zurück.
Fake-Steine oder echte? Fake. Direkt mal erforschen. Immerhin. Das mir echt die Haare vom Kopf, diese Researches. Schön, jetzt können wir 700 Wood. Aber dann können wir das auch. Zweihundertfünfzig mal vier ist 1000. Dann machen wir das so. Schrank. Thank you.
von allem schon wieder zu viel. Genau 1000. Wir brauchen den Kühlschrank. Ich werde auch langsam schlecht. Wenn wir nicht aufpassen. Jetzt haben wir aber auch X. Kann ich schon fast wieder eine neue X bauen. Die. Eine Metal Pipe, 5 Blades. Eine Metal Pipe. So, weil die andere sieht schon ziemlich kaputt aus. Und das Ding hier auch. Savaged Cleaver. Ist das eine Waffe? Gut, den können wir mal erforschen. Dann direkt mal gucken, was der braucht. 75. War, glaube ich, hier unten. Blade.
Position. Und wir zischen wieder los. Holzhacken. Könnte mal am Bach vorbei. Genau. Fakestein. Und ein Schwein. Was ist mit meiner E-Taste? Gib bald den Geist auf. So, wo ist die Sau? Da unten. Ich hoffe, das war nur eine. Noch einen Kollegen. Ach, guck an. Guck an. Also wasserscheu sind die nicht. Gut zu wissen. Ist jetzt geblieben.
Zwei Pfeile nur. Trinken wollte ich. Auch in echt. Prost. Da, die muss weg. Und lag. Krass, ey. Viel zu weit weg.
überlegen. Seile brauche ich noch für die Netze. Finde ich natürlich nur im Loot. Tam-tam. Hirsch. Was läuft hier rum? Ich weiß nicht, ob das nur der Hirsch ist. Weil ich nichts sehe wegen der Tannen.
Pilze sind da. Ich finde, man hat schon einen viel besseren Blick. Hier durch, aber ich muss weg. Ich bin voll. Und es wird auch langsam wieder dunkel. Select.
Fenster hatten wir genügend. Netze. So, und auch wieder eine Stunde rum. War gar kein Hubschrauber da, ne? Und auch kein Flieger. So, kurze Streampause und dann geht's weiter. Bis gleich.